Wenn wir hier schon euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Schön, finde ich cool, diese, dass wir andere Kaschid treffen. Flocken, die manchmal vom Himmel fallen. Ich heiße euch willkommen, Freunde. Wie kann ich euch behilflich sein? Ah, wem gehören denn diese Handelskarawanen hier? Rissat ist es, dem die drei Handelskarawanen gehören, die auf den Straßen von Himmelsrand unterwegs sind. Vor langer Zeit lebte ich als Weise auf den Straßen von Korinth. Ich war blinder Passagier auf einem Handelsschiff, das mich hierher brachte. Es war Rissat, der mich fand. Er finanzierte mit seinen Geldern diese Karawane und gab mir das Kommando. Ich verdanke ihm mehr, als ich ihm je zurückzahlen könnte. Sehr coole Sprecher haben sie dafür gekriegt. Hat denn der Krieg eure Reisen hierher erschwert? Nein, ganz im Gegenteil. Die Soldaten sind einige unserer besten Kunden. Denn wir liefern ihnen Vorräte und Waren, die sie auf keine andere Weise bekommen könnten. Es war Rissats Idee, jetzt hierher zu kommen, während sich das Land in Aufruhr befindet. Wo andere nur Gefahren sahen, witterte er eine Chance. Hm, was habt ihr denn so an Waren zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Gerne, gerne, gerne. Dietriche. Die sind ja gar nicht mal teuer. Die nehme ich alle mit. Jetzt schaue ich erstmal, was ich ihm verkaufen kann. Er hat 1000 Gold gerade. Und Drachenschuppen will ich natürlich nicht verkaufen. Ich verkaufe aber die blöde Elfenrüstung. Und... Schauen wir mal bei den Zaubertränken. Blitzresistenz. Die kommt weg. Heilung, Illusion. Magieresistenz. Tarnung behalte ich auf jeden Fall. Illusion, Magieresistenz habe ich mal weg. Feuerresistenz behalte ich für die Drachen. Die muss ich noch lernen. Den Wolfspelz, der kommt weg. Die Totenbeschwörerroben kommen weg. Silberringe, 3 Stück. Ja, gut, die wiegen nix. Schwarze Magierroben, kann ich auch mal 2 verkaufen. Eine habe ich an. Die Roben der Wiederherstellung kommen weg. Die Novizenrobe der Beschwörung. Beschwörung kosten. Ja, ich wollte nicht in Richtung Beschwören gehen, das passt schon. So, und Karte der Drachengräber, die behalte ich. Knoblauch. Wie viel Gold haben wir? 3600 haben wir jetzt. Diese Amethysten, die kann ich alle weghauen. So. 238. Und Pilz hier kommt noch weg, den brauche ich nicht. Das ist eigentlich ganz nett, dass ich hier ein bisschen... Nee, dann kriegt er einfach nur 7 verkauft. So, jetzt habe ich schon 4000 Gold. Dann sind wir schon wieder wesentlich näher an unserem Haus dran. Euch zu warnen, dank unserer Kajit-Freunde. Kann ich denen gleich noch irgendwas klauen? Nee. So, reiten wir mal weiter, ja, wieder zu den Stellen. Finde ich schön. Kajit-Händler getroffen. Eine Kaschid-Karawane, aber wie ihr hört, ich bin ja schon länger nicht mehr dort gewesen, wo die herkommen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie die Lande da heißen und so. Aber an meinem Akzent, an meinem nicht vorhandenen Kaschid-Akzent hört ihr das ja. So. Nee, ganz im Ernst, ich finde, die Sprecher haben sie echt toll ausgesucht. Hat mir sehr gut gefallen gerade, das zu hören. War sehr stimmig. So, das ist Katlas Hof. Das sind die Ställe, so wie es aussieht. Kann ich mein Pferd hier einfach irgendwo mal hinstellen? So. Das sind Hühner. Und das ist die Mühle. Und dort ist Delfine. Hat Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja, Malborn ist soweit startklar. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier.
Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Das ist gut. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Ja, damit kommen wir ja generell, denke ich, klar. Wie stellt sie sich denn dahin? Das ist aber ein bisschen komisch. Kleidung. So, ja, ich rede erst fertig. Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Na, das Schwert kommt mir bekannt vor. Das ist auch so ein Schwert der Klingen. So, dann ziehen wir uns mal an mit festlicher Kleidung, festlichen Schuhen. Und die zwei Sachen kann ich dann doch auch ablegen. Und war noch irgendwas Festliches dabei? Nee, glaube nicht. Ach ja. So kann ich, oder was? Naja gut, sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Miau. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Ja. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Das liegt auch in meinem Interesse, auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich mich etwas gewundert, aber klar, wir haben gerade das eine Bärenfell wieder abgegeben. Und dann aktualisiert sich das Quest. So. Jetzt bin ich ja sehr gespannt. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elenbens kleiner Abendgesellschaft. Nö. Okay, hier oben sind wir jetzt. Okay, bin ich gespannt. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest, damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. So ein ist es also. So, hallo. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Hier, bitte. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Nicht? Und so weiter und so fort. So, wer ist denn das da? Bitte tretet in die Botschaft ein. Bitte tretet in die Botschaft ein. Die Rüstungen sehen etwas besser aus als die elfischen Rüstungen. Mal schauen, ob das vielleicht was ist. Aber es sieht auch eher nach schwerer Rüstung aus. So. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie sich das jetzt da drin abspielt. Und na, vor allen Dingen, wie schwierig das Ganze jetzt ist. Ich hoffe, wir sind da nicht zu früh einfach reingestiefelt. Aber mit Level 10 muss das ja irgendwie zu machen sein. Na. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Mhm. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid... Von Himmelsrand schwer getroffen. Dass er bald zu Ende ist. Mein Name ist Samir, ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich frage nicht gleich nach den Getränken. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Ja. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malborn? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Manche sagen, der gestattet ihr, dass ich den Aschentia-Rotwein in der Korke bringe? Ich habe euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. So, da ist jetzt ein bisschen nach Grafikfehler aus, ne? Kapitän Safia ist eine äußerst stolze Frau. Schade sowas eigentlich. Gut, reden wir doch mal mit Malborn. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben? Ja, das wäre ganz nett. Gib mir mal was zu trinken. Hier, bitte der Herr. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Leute ablenke, ne? Hey,
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis euer gesamtes morsches Kaiserreich durch seinen eigenen Verfall in sich zusammenbricht. Nichts für ungut. Okay, was führt euch denn auf dieses Fest? Es gibt im Kaiserreich manche, die sich ihren Pflichten beim Ausmerzen der Talos-Ketzerei gern entziehen würden. Glücklicherweise haben sich jetzt diejenigen, die die kluge Politik des Kaisers am heftigsten ablehnen, nicht nur als Ketzer, sondern auch als Verräter gezeigt. Ich bin hier, um die herrschenden Klassen von Himmelsrand daran zu erinnern, dass ihre Kaisertreue die Kooperation mit den Talmor erfordert. Ist es Glück? Der Segen der Göttlichen? Wer weiß das schon? Vielleicht können wir hier ein, zwei Gäste gegeneinander aufbringen. Ein Mann, der weiß, wie man Geld macht, kann der Krieg eine äußerst gewinnträchtige Sache sein. Was führt ihr euch hierher? Ihr müsst neu in Himmelsrand sein, sonst wüsstet ihr, wer ich bin. Ich habe bei fast allem, was in Himmelsrand von Bedeutung ist, meine Hand im Spiel. Ich glaube, es ist Zeit, die Kränkungen der Vergangenheit ruhen zu lassen, damit zwischen dem Kaiserreich und dem Alt-Meribund Frieden und Wohlstand gedeihen können. Dazu versuche ich, meinen bescheidenen Anteil beizutragen. Und ganz unter uns, es bringt mir jede Menge Geld ein. Schleimiger Typ. Ihr klingt mir ganz schön wie ein Geschäftsmann. Nicht jeder Nord ist besessen von Stärke, Ehre und Waffenkunst. Ein paar wenige sind mit der Gabe geboren, Geld zu machen. Meine Stärke sind meine Investitionen und meine Waffe ist mein Reichtum. Was die Ehre betrifft, nun, manchen Luxus kann selbst ich mir nicht leisten. Okay. In Ordnung. Da, ihr solltet euch an den feinen Speisen und Getränken gütlich tun. Diese Dinge sind seit dem Kriegsausbruch selten geworden. Wie heißt ihr denn, Schätzchen? Gefällt euch diese Feier hier? Einigermaßen. Danke der Nachfrage. Ellenwen gibt sich viel Mühe mit diesen Feiern. Nein, und das sieht man. Ich frage mich nur, welche Absichten sie damit wirklich verfolgt. Diese Frau ist undurchschaubar. Kann man denn den Talmor vertrauen? Vorerst vielleicht, aber ich habe beunruhigende Gerüchte gehört, wonach sie sich neu aufstellen. Danke, Sir. Mein Verdacht ist, dass das Abkommen, das dem Krieg ein Ende setzte, lediglich eine List war, mit der die Talmor Zeit gewinnen wollten, um neue Armeen aufzustellen. Jawohl, Sir. Hoffentlich liege ich damit falsch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Kaiserreich sich einen weiteren Krieg leisten kann. Hey, der hat dich gerade angerempelt. Schön, mit euch zu sprechen. Ja. Warum sollte man sich den Sturmmänteln anschließen? Wenn es nach mir ginge, wäre ich nur noch auf solchen Festen und gebe mich mit dem gemeinen Pöbel gar nicht mehr ab. Okay, kennt ihr Elven schon lange? Ich kenne sie lang genug, um ihren Geschmack für exzellente Speisen und Weine zu würdigen. Und auch lang genug, um zu wissen, wie wichtig sie für Himmelsrand ist. Sie spielt eine bedeutende Rolle bei der Ausrottung des verbotenen Talos-Kults. Ich finde, dass diese Talos-Anbeter bekommen, was sie verdienen. Sie machen mir und den anderen Jarl nichts als Ärger. Manche Jarl hassen die Talmor. Wie steht's mit euch? Ja, ich weiß, was ihr meint. Die meisten Nord tun sich schwer damit, Veränderungen zu akzeptieren. Jene, die im großen Krieg gegen die Talmor gekämpft haben, sehen in ihnen noch immer den Feind. Aber der Krieg ist vorbei und ein neuer Tag ist angebrochen. Aha. Außerdem belohnen die Talmor ihre Freunde reichlich. Wer das nicht zu seinem Vorteil nutzt, ist ein sturer Dummkopf. Verstehe. Bis später. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Ich bin so froh, dass ihr heute kommen konntet. Haben Sie bitte den widerlichen Betrunkenen da drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und was führt euch auf dieses Fest? Ich bin hier, um meine Beziehungen zu pflegen. Übrigens, ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auffliegen lasse, solltet ihr mir für den Rest der Feier aus dem Weg gehen. Welche Beziehung habt ihr zu den Talmor? Wir pflegen eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens. Ich kümmere mich wenig um die Politik und die Rivalitäten zwischen den Talmor und dem Kaiserreich. Aber ich respektiere Macht. Und die Talmor haben sie. Sie lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Okay. Bis zum nächsten Mal.
Hier gibt es doch jemanden, dem man zutrauen könnte, hier einen kleinen. Wir haben alle Hände voll mit den Sturmmänteln. Das Kaiserreich kann sich glücklich einen kleinen Streit anzuzetteln. Zeiten, ob die Hilfe der alle reden auf einen ein, das ist ja echt schlimm. So, mit dem hast du das Biermädchen gesehen? Ne? Elfenfrauen sollen ja unersättlich sein. Ja, ich könnte doch mit dir reden und herausfinden, ob sie interessiert ist. Wirklich? Ja, vielleicht wäre das genau das Richtige. Als ich vorhin mit ihr gesprochen habe, wirkte sie recht unnahbar. Nur zu, hört euch an, was sie zu sagen hat. Nun macht ihr mir wieder Hoffnung. Sie schüttelt sich was ins Auge? Diese Sturmmäntel sind nichts weiter als... Hey, Brelas! Was kann ich euch bringen? Nicht mehr lange dauern. Ich weiß, der Busche genau, da drüben hat mich gebeten, mit euch zu reden. Ah, Erikur, richtig? Ja. Er hat sich auch schon mit mir unterhalten und ich wusste auch, was er aus war. Ich hasse diese Feiern. Einige der Gäste sind nett, aber es gibt immer welche wie Erikur. Sagt ihm bitte, dass er mich in Ruhe lassen soll. Seid freundlich. Ihr habt sicherlich mehr Glück, zu ihm durchzudringen als ich. Ja, ich werde es versuchen. Hey, Erikur. Habt ihr schon mit Brelas gesprochen? Sie ja. Ist nicht gerade meine Stärke, wisst ihr? Das glaube ich dir aufs Wort. Kapitän Safia ist eine äußerst stolze Frau. Ja, sie hat gesagt, sie kann euch jetzt hoch in ihre Gemächer schleusen. Ich wusste es doch. Meinem Charme hat noch keine Frau lange widerstehen können. Danke euch. Ich bin euch etwas schuldig. Gern geschehen. Also meine Nacht und ich habe eure Botschaft erhalten. Wo sollen so, wir hingehen? Geht's jetzt los da? Was? Tut mir leid, aber das müsst ihr falsch verstanden haben. Ich darf hier nämlich nicht weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich verstehe euch sogar sehr gut. Keine Sorge, meine Liebe. Also die Gäste sind ziemlich abgelenkt. Arbeitgebern entschuldigen. Nein, tut mir leid, aber ich kann mit euch nirgendwo hingehen. Und ich werde es auch nicht. Bitte, ich muss zurück an meine Arbeit. Wagt es nicht, mich einfach stehen zu lassen, Flittchen. Wisst ihr, wer ich bin? Bitte, Sir. Lasst mich in Ruhe. Jetzt wird ja, es euch jetzt leid sind die Wachen tun, abgelenkt. Und dann kann's losgehen. Lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ja, dann lauf halt zu, Kollege. So. Lasst mich das Gespräch führen. Optional beschafft ihr deine Ausrüstung zurück. Das finde ich jetzt nicht so optional. Noch nicht. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Okay. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Ich habe nichts getan. Los geht's. Ihr müsst es ihr sagen. Ihr wisst ja nicht, was ihr. Wo ist die Speisekammer? Wer kommt da mal, Born? Ihr wisst doch, wieder ein Kaschid. Fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Hey. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Ich find's fast... Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Ich find's fast schade. Vermasselt das bloß nicht. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ich finde es fast schade, dass meine Abstammung dabei sowas keine Rolle spielt, ne? Dass es heißt dann, ja, okay, das ist ja auch ein Khajiit, der muss in Ordnung sein, so nach dem Motto. Fände ich ganz cool. So, jetzt schauen wir nochmal in die Questwacht, ins Questloch. Ich war bei Dämmerwacht, naja. So, suche nach Informationen über Rückkehr der Drachen. Die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ja, natürlich. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Zu wem gehören sie? So, Bügeleisen. Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Was war das? Scheiße. Hier drüben. Scheiße. Das ging ja jetzt richtig ins Auge, und zwar ziemlich schnell. Dann ziehe ich mich halt mal schnell an, würde ich sagen. Schon
wieder ein Kampf. Ist das alles, was ihr könnt? Nee. Also. Tod ist der einzige Weg aus eurem Elend. Ja, aber euer Tod, weißt du? Der hilft ja auch der riesigen Streitkolben gerade nichts. Ja. Das war jetzt halt schon ein bisschen doof. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. So, cool ist. das sind auch nur Elfenrüstungen, ne? Aber das ist eine leichte Elfenrüstung. Leichte Elfenpanzerhandschuhe, leichte Elfenstiefel. Die kann ich auf jeden Fall anziehen, denke ich mal. Den Helm will ich aber nicht benutzen. Alter, direkt an der ersten Tür geht's natürlich los. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So. Ich wurde ja schon entdeckt. Ja. Ihr seid nichts als ein großer Hund, der auf meinen Befehl wird. Da hast du was falsch verstanden. Eigentlich bin ich eine Katze. So,